Denkst du, Europa ist nächstes Jahr drin? Nee, wir gehen auf Klassenerhalt. Ich bin mal gespannt, was der Vorstand sagt, aber Ziel ganz klar Klassenerhalt einfach. Ich glaube auch erstmal, ja. In der nächsten Saison, also in der übernächsten, kann man dann vielleicht über Europa reden, wenn wir uns gut anstellen. 33 Millionen Euro Transferbudget. Oh, Chat, damit kann man was machen. Hector Bellerin als Neuzugang übel feiern. Einfach aus dem Grund, der Bruder hat in Real Life Aktienanteile an den Forest Green Rovers gekauft. Und das wäre halt schon lustig. Also das würde ich schon feiern, Chat. Oder was meint ihr? Jetzt könnten wir uns ihn holen. Der spielt gerade bei Gladbach. 30 Millionen haben wir. Wir werden wahrscheinlich auch was verkaufen. Wenn wir den so für 24, 23 Millionen kriegen. Wir versuchen es mal. Wäre der erste Transfer für die Saison. Ist schon in der Premier League, ja. Wir sind gerade aufgestiegen. LOL! Moin Meister! 2,5 Millionen unter Marktwert, perfekt. Jo, perfekt. Bro, ich gebe dir keine Gehaltserhöhung im Vergleich zu Gladbach. Nur weil du Premier League spielst. Du bist Aktionär, stell dich ein bisschen hinten an. Hector Bellerin ist unser erster Neuzugang für die Saison 2023, 2024, glaube ich. Und ist gleichzeitig unser Rekordtransfer. Er kostet 20 Millionen Euro. Ja, spannend. Ist aber für die Premier League fast schon zu schlecht. Ja gut, wir haben halt nur noch 10 Millionen Budget, ne? Wir müssen halt den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Und als freier Spieler, der will auch erstmal eine Rotation haben, das ist halt super entspannt. Gehaltsempfehlung, ich mach mal 20k. Nice. Luca Netz geht zu den Forest Green Rovers. Damit haben wir unseren zweiten Transfer die Saison. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, Chat, wir brauchen halt echt was. Also unsere Optionen für die Offensive sind halt Chucky, okay, und ein 37-jähriger, ich glaube sogar mittlerweile 38-jähriger Podolski. Transferangebot für Taylor Richards, das wäre halt nice. Dann könnten wir uns einen neuen ZM holen. Gehen wir mal mit Watford in die Verhandlung rein. Stellen eine 6 vorne hin, wir haben einen Deal. Siehst du? Stellen eine 6 vorne hin und wir haben einen Deal. Richards wurde verkauft und jetzt guckt euch das geile Premier League Overlay an, Chat. Wie geil sieht das bitte aus, das Premier League Overlay? Ich fühle das so krass. Manchester City macht bei Fischer ernst. Ich kann zwischen 118 und 173 Millionen fordern. Also was haben wir gesagt? Schmerzensgrenze 160, ne? 190. Ja, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. 150 Millionen Euro. 180. Also 160 Minimum, Chat. Real Talk. 160 Minimum. Unser erstes Premier League Spiel, Freunde. Rüdiger Rammel und die Forest Green Rovers bei ihrem ersten Premier League Spiel. Nein, 1-0. Silas! Gar nicht drauf geachtet. Die haben einfach Silas. Und er trifft direkt. Oh, wir müssen wechseln. 2-0. Lukas Podolski. Lukas Podolski spielt die Quarterback-Position. Komm, Tom. Ja! O'Brien! Der erste Torschütze für Forest Green in der Premier League. Und jetzt geht noch was. Bitte. Bitte. Die Jungs machen wirklich ein gutes Spiel in der zweiten Halbzeit. Bitte. Bitte. Ja! Odin Bailey, Junge. Chat, wir werden in dieser Saison um jeden verschissenen Punkt kämpfen. Um jeden verschissenen Punkt. Wie die Terrier beißen wir uns fest in dieser Scheißliga. Tabellenführer aktuell. Was willst du denn, Smalling? Hä? Tabellenführer. Broski würde Xhaka als Sechser fühlen. Ja, ich auch. Und ich glaube, ich hole den auch jetzt. Weil im Zentrum müssen wir was machen. Unter Marktwert finde ich schon mal gut. Aber ich bleibe bei meinen 10,5. Mach 11 glatt. 11 glatt ist super. 3 Millionen unter Marktwert. 11 glatt ist super. Siehste.
Siehste, Arteta, sag ich doch, Arteta. Der wird halt Topverdiener, ne? Aber ist halt auch, der Bruder hat halt auch, weiß ich nicht, wie viele Jahre Premier League Erfahrung in den Knochen, ne? Muss man auch dazu sagen. Nachdenken. Dann denk halt nach. So, erstes Premier League Heimspiel. Come on. Ey, wir haben sogar zweimal geführt. Tut ein bisschen weh. Aber solange wir nicht verlieren, 2-2 gegen Aston Villa, kannst du nichts sagen. Wir sind in die Premier League gestartet, die ersten zwei Spiele keine Niederlage. Wir können ja uns einfach mal alles offen halten. Einfach mal gucken, was die so jeweils haben wollen. $13 Millionen. LOL. Oha, ja, dann den. Also der ist schon mal in der ganz engen Auswahl. Ich probiere nochmal Oxlade, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Herr Bakshaka 2 Millionen günstiger. Ja, aber 2 Jahre älter und ganz wilde Gehaltsvorstellung. Ah, Hellas Verona wird den Spieler nicht verkaufen, weil er zu wichtig ist. Hey, ja, Chat, dann Reed, oder? Also mal im Ernst. Ja, Reed. Ganz klar Reed. 2 Millionen günstiger. Deutlich geringere Gehaltsvorstellung. Xhaka will 50.000 die Woche. Safe Harrison Reed. Na, erhält sie jetzt sich noch ein bisschen. Ja, na Digga. 10.000 Euro weniger Wochengehalt. 2 Millionen teurer, da habe ich mich vertan. Aber auch nochmal 2 Jahre jünger. Das ist der bessere Deal. Muss man ganz ehrlich sagen. So, auswärts bei Crystal Palace. Unser erster Premier League Sieg. Fischer, Bailey und Yeboah treffen. 3-2 Auswärtssieg. Chat, wie gut sind wir in die Saison gestartet? Ja, Kollege Smalling, vielleicht spielen wir doch im Titel mit. Nice, und wir kriegen unser nächstes Talent los. Miranda. 2 Millionen passt mir. Beavens zum Line, auch perfekt. 5 Punkte nach 3 Spielen, echt top. Safe Call. So, Wigan Athletic im FA Cup. Jungs, nichts anbrennen lassen. Müssen wir durch. 3-0. Bellerin macht auch ein Törchen. Boah, Chat, wir sind sehr krass in die Saison gestartet. FA Cup problemlos durch. Liga sehr gut reingestartet. So, für den Realismus gibt es jetzt eine Premier League Niederlage. Yeboah Doppelpack. Bailey trifft auf. Junge, Yeboah zu halten war so dick, Junge. Wir sind so dick in der Premier League am Start, Alter. Junge, Yeboah müsste Topscorer sein. 5 Tore. Nach 4 Premier League Spielen. Kann man den leihen? Hä, wie big? Ich kann mir den ab von City leihen. Ey, einfach nur ein Jahr leihen. Sammelt auch Spielpraxis bei mir. Ich schwöre. Ich schwöre. Junge, das wäre ja so sick. Boah, aber Bro. Er wäre halt trotz Gehaltsaufteilung Spitzenverdiener bei mir. Und Chat, soll ich das machen? Das Gehalt ist halt unmenschlich, ne? Andererseits spare ich mir die Ablöse. Ich probier's. Wir können ja trotzdem nebenbei, damit wir nicht vor unvollendeten Tatsachen stehen, noch mit ein, zwei anderen Leuten verhandeln. Ja, perfekt. Digga, let's fucking go. Wir haben Delap ausgeliehen für ein Jahr. Also Chat, das haben wir richtig gut gedribbelt. Ey, Chat, das war eine richtig gute Transferphase. Da kannst du nichts gegen sagen. So, Liverpool. Die haben wir letzte Saison sehr ehrenlos mit Lukas Podolski aus dem FA Cup rausgehauen. Koke haben die sich gegönnt. Und Henderson ist wieder Kapitän. Come on, Jungs. Auswärts in Liverpool. Liverpool macht Assi-Druck. 6-0 Torschüsse nach 30 Minuten. Ja, 1-0 Salah.
Ja, Liverpool macht schon gut. By the way, Liverpool 10-0 Torschüsse, aber wir haben einfach auswärts an der Anfield Road 73% Ballbesitz. Also ein Törchen noch wäre geil, aber Liverpool ist nicht der Maßstab. Wenn man das verliert, mein Gott. Ja. Die sind dann doch ein bisschen zu gut. Aber ist okay, Chat, ohne Scheiß. Wir haben uns hier nicht abschießen lassen, so. Wir wurden nicht komplett geschlachtet. Geht da noch was? Na, Tor hätte ich gefühlt. Also ja, tut weh. Wir hatten keinen einzigen Torschuss, aber viel Ballbesitz. Aber ohne Scheiß, 2-0 auswärts in Liverpool verlieren. Damit sieht der Kader am Anfang der vierten Saison, oder? Ja, folgendermaßen aus. Jeder Spieler ist Gold. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler über 80 in der ersten Elf. Kann man mitarbeiten, Chat?